Gibt. Hier, guckt mal. Das da, das ist ein Stoppschild. Da muss man anhalten. So. Ah, und das ist eine Ampel. Da muss man auf grün warten. Und das hier sind Schranken. Die gehen runter, wenn ein Zug kommt. Da fällt mir ein, Julia wollte ja heute vorbeikommen. Ich hab da eine Idee. Ja. So, die wird sich wundern. Ja, was brauche ich noch? Ah, der rote Fass. So. Oh, sie kommt. Hallo, Elmo. Hallo, Julia. Halt, du musst warten. Warten? Wieso das denn? Na, da ist doch das Stoppschild. Ah, stimmt. Stopp. Genau, weiße Buchstaben auf rot. Hast du das nicht gesehen? Ja, doch, klar. Also das heißt, ich gucke jetzt nach links und rechts, ne? Genau. Also links, rechts und wieder links. Straße ist frei, also gehe ich rüber. Ja, aber Achtung, Julia, die Schranke! Elmo, hier fahren doch gar keine Züge. Doch, da! Oh, sehr schön, Elmo. So, der Zug ist durch, die Schranke kann wieder hoch. Dankeschön. Bitteschön. Ich habe nämlich für heute... Halt, Julia! Die Ampel ist rot. Ampel? Ja, und bei rot muss man stehen bleiben. Ach, Elmo. Na, du willst doch nicht überfahren werden, oder? Elmo, eigentlich wollte ich heute mit dir Kuchen essen, aber ehrlich gesagt, mir ist hier zu viel Verkehr. Autos, Züge... Ich glaube, ich gehe wieder nach Hause. Ja. Was? Moment! Warte! Warte, Julia! Moment! Warte! Guck mal! So! Das hier, das heißt Spielstraße. Und da ist nicht so viel los. Guck mal, da ist ein großer Mensch und ein kleiner. Und die spielen Ball. Und da ist ein Haus. Und die Autos müssen ganz langsam fahren, damit sie niemanden stören. Meinst du, wir können hier in Ruhe Kuchen essen? Ja. Okay. So. Aber halt. Erst bei Grün essen. Jetzt geht's wieder. Ja! Sesamstraße präsentiert Berts Experimente. Lichtbrechung. Schön, dass ihr alle da seid. Heute zeige ich euch wieder ein ganz erstaunliches physikalisches Phänomen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, so dass... So ein Mist. Ernie, was denn los? Hallo Bert. Weißt du, ich würde mir so gerne ein Eis kaufen, aber mein Sparschwein hier ist ganz leer. Tja, Ernie, das tut mir leid.
Aber vielleicht magst du ja an meinem neuen Experiment teilnehmen. Das wird garantiert deine Laune verbessern. Was du gleich sehen wirst, grenzt an Zauberei. Mhm. Vor deinen Augen wird eine dieser beiden Münzen verschwinden. Und das nur mit Hilfe eines Glases und Wasser. Und du, Ernie, kannst mir gerade mal helfen. Na gut, Bert, was soll ich tun? Ganz einfach. Du stellst über jede der Münzen ein Glas. Ist das so richtig, Bert? Ja, ganz genau so. Mhm. Wie du siehst, befindet sich jetzt unter jedem Glas eine Münze. Mhm. Und jetzt wird es spannend. Oh. Ernie, gieße bitte Wasser in ein Glas. Na, wenn du meinst, Bert. Und achte bitte genau darauf, was mit der Münze unter diesem Glas geschieht. Mhm. Oh, Bert, 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 die Münze, sie ist weg. Wie kann das sein? Tja, in Wahrheit ist sie gar nicht weg. Nur wir können sie von hier aus nicht mehr sehen, weil jetzt Wasser in dem Glas ist. Heb das Glas mal hoch, Ernie. Das ist Zauberei, Bert. Oh nein, das ist Lichtbrechung, Ernie. Ein erstaunliches physikalisches Phänomen. Darf ich dir kurz erklären, was dahinter steckt? Mhm. Also, um etwas sehen zu können, brauchen wir Licht. Die Lichtstrahlen, die von den Münzen ausgehen, werden durch das Wasser auf dem Weg zu unseren Augen abgelenkt. Deshalb landen sie nicht in unseren Augen, sondern... Och, Ernie, was machst du da? Ernie? Wo ist er denn hin? Und wo sind meine Münzen? Und warum stehe ich in einer Pfütze? Ernie! Was denn, Bert? Ernie, was hat das hier zu bedeuten? Und wo sind meine Versuchsmünzen? Oh, von denen habe ich uns Erdbeereis gekauft, Bert. Für ein neues Experiment. Man kann nämlich auch dieses köstliche Eis verschwinden lassen, weißt du? Man muss nur ein paar Minuten daran lecken. Och, nein, Ernie. Meine Münzen, mein Experiment. Andererseits... wirklich gut, das Eis. Nicht wahr, Bert? Physik zum Naschen. Könnte das ein neues Sesamstraßentalent sein? Wer bist du denn? Ich bin Thelma und kann was Tolles. Oh ja, Thelma kann richtig laut mit den Schuhen klackern. Wie geht das denn, Thelma? Das ist Stepptanz. Ich zeig's euch. Ich habe ganz besondere Schuhe. Da bin ich immer gespannt. Das sind Stepptanzschuhe. Halbschuhe mit Metallplatten dran. Hier vorne an der Spitze und hinten an der Hacke. Damit macht man die Töne. Ist das schwer? Auf jeden Fall nicht so leicht, wie es aussieht. Kommt mal mit. Ich übe schon seit einem Jahr Stepptanz. Einmal die Woche in der Tanzschule. Hey, Thelma. Das ist Pia, meine Tanzlehrerin. Hallo, Pia. Um so gut steppen zu können wie Pia, muss man richtig viel üben. Dabei sieht das so locker und leicht aus. Damit jeder Schritt ein Geräusch erzeugt, muss man entweder mit der Spitze oder der Hacke aufschlagen. Hacke und Spitze. Jetzt kommt ein Grundschritt. 1, 2, 3, 4. Beim Grundschritt schwinge ich das Bein vor und zurück. Dabei tippt mein Fuß jedes Mal auf den Boden. Entweder nur die Spitze oder Hacke und Spitze. Und das scheint richtig Spaß zu machen. Klack. Klick. Klack. Warum ist es denn jetzt so laut hier auf einmal? Jetzt haben wir Training. Wenn alle da sind, können wir so richtig viel Krach machen. Toll. Dieser Stepptanz gehört definitiv auf die Bühne. Heute auf der Sesamstraßenbühne... Stepptänzerin Thelma.
Jetzt steppt Thelma auf Musik. Und alle anderen steppen mit. So viele Klackerschuhe auf einmal. Schön und laut zugleich. Prima. Geht's los? Gut. Und jetzt wird uns das Zweikopfmonster zeigen, wie man sich gegenseitig abwechselt. Abwechseln! Dann fange ich mal an. Halt, alles Moment mal, warte mal. Was? Ich fange an. Nein, 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 ich fange an. Nee, 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 auf keinen Fall, ich fange an. Nein, ich fange an. Nein, ich fange an. Nein, ich. Zweikopfmonster. Was? Das ist doch kein Abwechseln. Nein. Nein. Wenn ihr euch abwechseln wollt, muss einer den anderen mit dem Auto spielen lassen. Und zwar immer abwechselnd. Aber ja! Abwechselnd! Richtig! Abwechselnd! Ja, das geht klar. Ede mit dem Ming-Mang, du fängst an. Nein, 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 du fängst an! Nein, nein, du fängst an! Nein, 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 du! Nein, nein, du zuerst! Nein, du! Nein, du! Zweikopfmonster! Zweikopfmonster! Was? Ihr wechselt euch immer noch nicht ab. Nein? Nein! Beim Abwechseln spielt zuerst der eine mit dem Auto und der andere wartet. Dann wird abgewechselt. Der gewartet hat, darf jetzt spielen. Und der gespielt hat, muss jetzt warten. Ja! Abwechseln! Ich spiele. Ich warte. Ja. Brumm, 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 brumm. Brumm, die Brumm, 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 die Entschuldige. Brumm. Entschuldige. Können wir uns mal abwechseln? Au! Aber natürlich. Brumm, brumm, die Brumm, brumm, brumm. Entschuldige bitte. Was? Wollen wir jetzt mal abwechseln? Oh, aber sicher doch. Alles klar. Brumm, die Brumm, die Brumm. Hey, hey, ihr habt's geschafft. Das zweiköpfige Monster hat sich abgewechselt. Toll gemacht. Danke. Oh, darf ich auch Danke sagen? Oh, ja. Danke. Oh, darf ich jetzt Danke sagen? Klar. Danke. Kann ich mal Danke sagen? Tu dir keinen Zwang an. Danke. Darf ich wieder Danke sagen? Aber sicher. Danke. Hey, das zweiköpfige Monster scheint sich sehr gerne abzuwechseln. Ja, abwechseln. Und jetzt kommt wieder Marshall Groby, der mit seinem Wunderpferd Fred in den Sonnenuntergang reitet. Wunderpferd Freddy, bist du sicher, dass wir in den Sonnenuntergang reiten? Klar bin ich sicher, Marshall Groby. Da ist er doch, direkt vor meiner Nase. Vor deiner Nase? Aber Wunderpferd Freddy, das ist merkwürdig, denn vor meiner Nase ist er nicht. Oh, kann es sein, dass du schon wieder rückwärts reitest? Hm? Oh, ich bin ja so ein dusseliges Monster. Ha, wie gut, dass du ein Wunderpferd bist, Freddy. Der Sonnenuntergang ist hinter mir. Er müsste doch eigentlich vor meiner Nase sein. Wir haben ein Problem. Na ja, aber das können wir doch ganz einfach lösen, Marshall. Ja, du hast völlig recht. Und ich weiß auch schon wie. Dreh dich um, Freddy. Ich soll mich umdrehen, aber Marshall, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Nein. So muss es sein. Der Sonnenuntergang ist jetzt genau da, wo er hingehört. Vor meiner Nase. Wir haben das Problem gelöst. Und jetzt reiten wir in den Sonnenuntergang, so wie es unter Cowboys üblich ist. Vorwärts, hü! Was auch immer du sagst, Marshall. Ja. Halt, warte mal. Freddy, da stimmt was nicht. Denn wir reiten nicht in den Sonnenuntergang, sondern wir reiten jetzt gerade von ihm weg. Oh, das ist nicht so, wie es unter Cowboys üblich ist. Unser Problem ist doch noch nicht gelöst. Marshall, da hast du leider recht. Halt, warte mal. Marshall Groby weiß, wie es geht. Okay, hier kommt die Lösung. Rückwärts, Freddy. Geh rückwärts. Du musst rückwärts gehen. Oh nein, das glaube ich jetzt nicht. So geht's. Siehst du, jetzt reiten wir in den Sonnenuntergang. Yippie! Höher, Freddy. Aha. Du hast so viele Haare auf dem Kopf. Naja, macht nichts. Kolobo. Oh. Ja. Alles gut, komm. Nur loco. Ja. Ja.
Frühstück.
Und Frühstück erinnert mich immer an Kakaoflecken. Und die erinnern mich immer an so einen Lappen. Und immer wenn ich einen Lappen in der Hand habe, dann erinnert mich das daran, dass man damit winken kann. Und das erinnert mich daran, dass ich euch zum Abschied winken wollte.